Was up und willkommen zu einem neuen Video von mir. Da jetzt die Regular Season vorbei ist, dachte ich mir, schauen wir mal zurück auf die Season und schauen mal, was so die größten Rookie-Überraschungen dieses Jahr waren. Also die sind jetzt nicht gerankt nach wer hat am besten gespielt, sondern wer hat uns am meisten überrascht. Und deshalb fangen wir mit der Nummer 8 an. Auf der Nummer 8 ist bei mir Antonio Gibson, Running Back von dem Washington Football Team. Wurde in der dritten Runde an Stelle Nummer 66 gedraftet und hat uns eigentlich schon ziemlich überzeugt. Also 795 Yards im Gesamten bei 170 Versuchen, was auf 4,7 Yards pro Lauf ungefähr zurückschließen lässt. Ist eigentlich ziemlich gut und danach noch die, und dazu kommt halt dann noch die Referenz oder das Ergebnis von 11 Touchdowns, was halt auch nochmal für Antonio Gibson spricht, der auch gut scoren kann. Vor der Saison hätte jetzt, glaube ich, niemand von uns unbedingt auf Antonio Gibson gesetzt, dass er einer der besten Rookie-Runningbacks wird. Jeder hätte auf Edwards-Helaire oder DeAndre Swift gesetzt. Aber Antonio Gibson, auch echt nicht schlecht diese Saison, hatte an Thanksgiving ein richtiges Breakout-Game und hat da die Dallas Cowboys, waren es glaube ich, ziemlich rasiert. Und ja, kommen wir weiter auf Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist bei mir Justin Jefferson geworden, der gute Wide Receiver von den Minnesota Vikings. Wurde in der ersten Runde gedraftet an Nummer 22. Vielleicht denken sich jetzt manche, okay, wie kannst du einen Nummer 1, Erstrunden-Pick als Überraschung setzen? Begründe ich damit, dass er jetzt nicht unbedingt in der Top-Receiver-Konversation war. Also es war jetzt nie behauptet, niemand hat jetzt behauptet, dass Justin Jefferson ein Flop in der NFL wird. Aber wenn man jetzt von den Top 3 Receivern geredet hat in der NFL, oder von dieser Rookie-Class, dann waren es immer Jerry Jeudy, CeeDee Lamb und Henry Rux. Von den dreien hat man nur gesprochen. Die drei waren jetzt auch nicht unbedingt schlecht, hatten jetzt auch, zumindest Jerry Jeudy und Henry Rux waren jetzt nicht übermäßig gut, aber jetzt auch nicht übermäßig schlecht. Aber Justin Jefferson hat richtig geliefert. Ich lese euch einfach mal kurz die Stats vor. Er hat 125 Targets bekommen, davon hat er 88 Bälle gefangen und hat 1400 Yards insgesamt. Und das sind die viertmeisten in der gesamten NFL. Also das muss man sich erstmal geben. In der Rookie-Saison schon die viertmeisten Total Yards oder Receiving Yards, was echt krass ist. Dazu kommen noch 7 Touchdowns und ist meiner Meinung nach zumindest zu Recht in der Offensive Rookie of the Year-Konversation. Und das Ganze hat er geschafft, trotz dessen, dass er Kirk Cousins als Quarterback hat. Also ich bin nicht unbedingt größter Fan von Kirk Cousins. Ich finde ihn nicht unbedingt gut, deswegen finde ich das noch beeindruckender, dass Justin Jefferson da trotzdem solche Stats raushaut. Und man muss noch dazu bedenken, dass der gute Justin Jefferson Adam Thielen als Partner hat oder als Wide Receiver auf der anderen Seite. Und da ist es dann doch ziemlich beachtlich, dass Jefferson trotzdem so gute Stats hervorbringt, obwohl eigentlich Thielen der Superstar bei den Vikings ist. Hat sich wahrscheinlich über die Saison ein bisschen verändert. Nicht jetzt, dass Thielen schlecht gespielt hat, der war auch richtig gut. Aber auf jeden Fall kann man schon sagen, dass Justin Jefferson Thielen gute Konkurrenz bei den Vikings macht. Kommen wir zu Nummer 6. Und auf der Nummer 6 habe ich Jordan Fuller, Safety von den LA Rams. Wurde in der 6. Runde gedraftet an Stelle Nummer 199. Und war diese Saison echt nicht schlecht. Hat eine ziemlich solide Saison gespielt. Und das für einen 6-Runden-Pick ist inzwischen Starter bei den Rams. Was für einen 6-Runden-Pick echt gut ist. Hat insgesamt 60 Tackles, 42 davon solo, also alleine gemacht. Und insgesamt 3 Interceptions in der ganzen Saison. Und davon 2 gegen den wahrscheinlich besten Quarterback der NFL. Oder ja, also viele bezeichnen ihn zumindest als GOAT. Tom Brady, gegen den hat er 2 Interceptions gefangen und das ist schon echt
richtig gut, wenn du das gegen Tom Brady schaffst in deiner Rookie-Season. Hut ab. Gehen wir weiter auf zum nächsten Safety tatsächlich. Und das ist Cameron Curl vom Washington Football Team. Hat mir ehrlich gesagt nichts gesagt, bevor ich für dieses Video recherchiert habe. Aber ich habe in total vielen Kommentaren gelesen, dass Cameron Curl einer der größten Steals in dem gesamten Draft ist, wenn nicht sogar der größte. Wurde in der 7. Runde anstelle 216 gepickt, also wirklich sehr, sehr spät. Und hat auch wie Jordan Fuller hat sich eine Starting-Position erarbeitet und hat einfach noch bessere Stats als Jordan Fuller und das von einem noch schlechteren Drafting-Spot aus. Und ist einfach, also ich habe mir Highlight-Tapes von ihm angeschaut, der Junge ist ein Biest, ich sag's euch, schaut euch Highlight-Tapes an, es lohnt sich, also das ist richtig schöner Football, den er spielt, hat einen richtig hohen Spieler-EQ, hat insgesamt 88 Tackles, 63 Solo-Tackles, 2 Sacks, 3 Interceptions, 1 Touchdown, also 1 Pick-6, 4 Pässe deflected und 3 Tackles for Loss. Und wie ich vorhin gesagt habe, er hat wirklich einen richtig hohen Football-IQ. Der hat erstens eine richtig krasse Athletik, die er sich zunutze macht, und zweitens reagiert der einfach so schnell durch diesen hohen Football-IQ. Also er lässt sich seltens von RPOs, Play-Actions, Trick-Plays, lässt sich seltenst beeindrucken oder irgendwie in die Irre führen. Ist immer da, wo er sein sollte und schafft es dann auch noch richtig den Hit zu setzen. Müsst ihr euch mal wirklich anschauen, das fällt euch dann wirklich auf. Nummer 31 von dem Washington Football Team, der ist wirklich nie irgendwie, lässt er sich vom Gegner verleiten, wirklich richtig gut. Und dann kommen wir auch zur Nummer 5, oder? Ne, 4. Nummer 4 ist es jetzt schon. Und das ist wahrscheinlich noch nie, habt ihr noch nie von ihm gehört. Mike Onwenu oder Onwenu, wie auch immer man den ausspricht. Sorry, wenn ich es falsch gesagt habe. Von den New England Patriots. Warum ihr noch nie von ihm gehört habt? Ganz einfach, er ist O-Liner. Und O-Liner bekommen wirklich ziemlich wenig Beachtung. Also ihr könnt mal versuchen, 20 O-Liner aufzuzählen. Ich glaube, das schaffen die wenigsten von uns hier. Aber Mike Onwenu bekommt definitiv zu wenig Aufmerksamkeit für das, was er hier leistet. Er wurde in der 6. Runde gedraftet an Stelle Nummer 182. Und das Problem ist, ich kann euch jetzt keine Stats oder so zeigen, weil Linemen haben nicht wirklich Stats. Deswegen, ich zeige euch hier einfach mal den Clip. Gegen die Buffalo Bills war das. Und ihr seht dann, glaube ich, was ich meine mit, dass der Typ einfach nur ein Biest ist. Der gute Typ kann gefühlt alles spielen, also von Guard zu Tackle, links sowie rechts, kann jede Position spielen, war auch gefühlt auf jeder Position außer Center in der O-Line. Und ich kann euch wirklich leider nicht mehr viel zu ihm sagen. Er macht seinen Pass-Block richtig gut, er macht seinen Run-Block richtig gut. Aber wie schon gesagt, das war's. Ich kann wirklich nicht mehr zu euch dazu sagen. Schaut euch einfach irgendwelche Patriots-Spiele an und achtet auf die Nummer 71. Der Typ ist einfach eine Maschine. Also sucht nach Michael Onwenu. Dieser eine Clip hat euch ja gerade, glaube ich, gezeigt. Der ist echt krass. Und wir gehen weiter zur Nummer 3. Das ist bei mir Jeremy Chinn von den Carolina Panthers. Spielt Safety, Outside Linebacker, irgendwie so eine Hybrid-Position. Also ich kann es gar nicht genau sagen, was er spielt. Also er spielt mal Safety, mal Outside Linebacker, kann beides richtig gut. Wurde in der 2. Runde gedraftet an Nummer 64. Und ich glaube, die wenigsten haben vorm Draft sich gesagt, ja, Jeremy Chinn, ich will den unbedingt haben. Der wird richtig einschlagen in der NFL und jetzt ist er einfach in der Defensive Rookie of the Year Konversation, was echt krass ist. Also ich glaube, das sagt schon einiges aus, aber das ist noch nicht genug. Ich lese euch jetzt einfach mal nur die Stats vor. Er hat 117 Tackles, davon 68 Solo Tackles, einen Sack, 2 Forced Fumbles, beide Forced Fumbles hat er recovered, beide führten zu Touchdowns, oder? Ja doch.
Beide führten zu Touchdowns. Er hat eine Interception. Zwei Tackles for Loss. Fünf Pässe hat er deflected bzw. abgewehrt. Und ist zweimal Defensive Rookie of the Month geworden im Oktober und im November. Und ja, ich glaube, das sagt schon einiges aus. Problem ist nur, man kann mit defensiven Stats nicht wirklich arbeiten, also mit Stats von Defensive-Spielern. Ich erkläre es mal ganz kurz, oder ich versuche es mal kurz zu erklären. Wenn du einen Wide Receiver coverst, als, keine Ahnung, Cornerback oder Safety, und du ihn richtig gut coverst, dann pushst du damit nicht deine Stats, weil wenn du den so gut coverst, dass kein Ball dahin fliegt zu dem Wide Receiver, kannst du natürlich auch keinen Tackle setzen, kannst keine Interception fangen und so weiter. Also ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Deswegen ist es schwierig, mit Stats in der Defensive zu argumentieren, aber trotzdem sind die Stats von Jeremy Chinn wirklich richtig bombastisch gut. Weswegen er meiner Meinung nach auch Defensive Rookie of the Year gewinnen sollte. Aber dazu kommt nochmal wann anders ein Video. Und ja, ich glaube, ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Also kommen wir zur Nummer 2. Und auf der Nummer 2 ist bei mir Justin Herbert, Quarterback von den LA Chargers. Und ja, war auch wieder ein First-Round-Pick, sogar noch besserer First-Round-Pick als Justin Jefferson, wurde an der 6. Stelle gedraftet. Und ja, jetzt sagen vielleicht welche, okay, wie kann jemand auf Nummer 6, der auf Nummer 6 gedraftet wurde, wie kann der bitte eine der größten Überraschungen des Jahres sein? Ja gut, vor ihm wurden zwei Quarterbacks gedraftet, namens Joe Burrow und Tua Tagovailoa. Und beide, es hieß, beide werden auf jeden Fall besser in der NFL. Und es gab Quarterbacks, von denen haben alle gesagt, ja, die kommen ganz sicher vor, oder werden ganz sicher besser spielen als Justin Herbert. Und viele haben gemeint, nee, Justin Herbert, der wird in der NFL nichts reißen. Tja, hat er wohl allen jetzt im Nachhinein eines Besseren belehrt. Und ich lese einfach mal wieder Stats vor. Ich weiß, man sollte sich nicht zu sehr auf Stats beruhen, aber diese Stats sind einfach zu krank. Also passt mal auf, er hat 595 Passing Attempts, davon 396 Pässe angebracht. Das ist eine 66%ige Completion Rate. Er hat, passt auf, 4.336 Yards. Das sind die 6 meisten in der gesamten Liga. Und das als Rookie-Quarterback. Also das ist wirklich richtig krass. Also wenn du die 6 meisten Passing Yards wirfst in der gesamten Liga und dich dabei gegen die besten Quarterbacks der Liga durchsetzt, dann zeigst du wirklich, dass du doch das Zeug dazu hast, trotz allen Kritiken. Er hat 7,3 Yards macht er im Durchschnitt pro Passversuch, hat ein Quarterback-Rating von 98,3 und hat 31 Touchdowns und 10 Interceptions geworfen. Ist im Oktober und November Offensive Rookie of the Month geworden und hat den Rekord für die meisten Touchdowns in einer Rookie-Season gebrochen. Was wirklich, ich glaube, das sagt schon genug aus, warum er hier zu Recht auf der Liste ist und warum er auch zu Recht für Offensive Rookie of the Year nominiert ist. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr wirklich viel zu argumentieren. Ist einfach eine Maschine. Jeder, der ihn spielen sehen hat, weiß, dass er hier zu Recht drauf ist, dass die ganzen Kritiken anfangs Unrecht waren und dass es uns jetzt allen letztendlich gezeigt hat. Und ja, kommen wir zur Nummer 1. Nummer 1 ist bei mir ein Undrafted Free Agent. Und dieser Undrafted Free Agent ist James Robinson, Running Back von den Jacksonville Jaguars. Und allein schon als Undrafted Free Agent sich da durchzusetzen, zeigt schon mal einiges. Aber jetzt passt auf, er hat 1070 Rushing Yards in diesem einen Jahr gemacht. Und das sind die 5 meisten in der gesamten Liga. Also nix DeAndre Swift, nix Edwards-Hilaire, nichts, wie sie alle heißen, Antonio Gibson, der jetzt auch hier schon vorkam. Nein, James Robinson hat wirklich rasiert dieses Jahr und das bei einem Team, das jetzt nicht unbedingt das Beste war. Also Jacksonville Jaguars waren jetzt dieses Jahr nicht wirklich gut, aber James Robinson machte einfach mal über 1000 Yards in einem Jahr und damit die 5 meisten in der Liga. Und ja, als Undrafted Free Agent Rookie ist das wohl doch eine ordentliche Ansage. Er hat 7 Touchdowns das ganze Jahr gemacht und hat einen durchschnittlichen Yardwert von 4,5, also pro Run
machte 4,5 Yards ungefähr. Und er wurde im September Offensive Rookie of the Year. Also ich glaube, das ist die größte Überraschung, die auf uns zugekommen ist. James Robinson, undrafted free agent. Und dann haut er sowas raus. Hätte, glaube ich, keiner von uns damit gerechnet. Und ja, ich glaube, ich bin durch. Und dann würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich dieses Mal wirklich sehr, sehr freuen. Da ich da wirklich, ich glaube, das ist das aufwendigste Video, das ich jemals hier gemacht habe. Da wäre ein Daumen nach oben ziemlich nett. Ein Abo auch, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wirklich für diese Mühe, die ich mir gemacht habe, würde ich mich wirklich diesmal darüber freuen, wenn ihr mal die Videos mit euren Freunden teilen würdet. Aber das bleibt euch überlassen. Ich sag nichts mehr. Haut's rein. Servus.